And I approve this message. Ich hab da irgendwas im Auge, warum juckt es denn so? Yo, ich bin ein Profi. Die Profi nur mit B, so wie Brody. Hallöchen Leute, ja, willkommen zurück zu einer weiteren Reaktion. Heute schauen wir uns das Video von Luca an, und zwar WhatsApp Fails 20. Ja, die WhatsApp Fails sind das Format, was ihr so am meisten auch feiert, wenn ich drauf reagiere. Und deswegen schauen wir uns hier auch nochmal an. Und wir gucken mal an, was Luca hier für WhatsApp Fails wieder herausgefunden hat oder zugeschickt bekommen hat oder so. Ich hoffe, wahrscheinlich zugeschickt bekommen hat. Ist echt voll praktisch, wenn du eine große Reichweite hast, kannst du dir von zu Leuten WhatsApp Fails zuschicken lassen. Dann hast du eine eigene Grundlage. Aber viele müssen ja auf WhatsApp Fails reagieren, die es eh schon im Netz irgendwo gibt. Und die hat jeder schon irgendwie mal gelesen oder gesehen. Und bei ihm ist dann so, ist eigentlich schon voll cool. So eine Symbiose. Ne? Die Zuschauer kriegen coole Videos und dafür senden sie ihm Dinge ein. Aber natürlich muss man mit rechnen, dass die Dinge auch gefaked sein könnten. Ne? Ich war rum, aber es fühlt sich mittlerweile schon hier einfach vor meiner Kamera richtig komisch an, keine Maske aufzuhaben. Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen heute zu einer neuen Episode. Wie trägt er denn die Maske? Warum so knapp unter der Nase? Das sieht ja komisch aus, sieht doch weiter höher, Alter. Was ist denn hier los? Warum ist auf der Maske denn drauf? Ist das ein Mund? Gruselig. Ich kenne eine Maske, da hat einer eine Maske getragen und da ist einfach sein Gesicht drauf, aber wie eine Maske unter der Nase trägt. Da haben sich Leute schon über ihn beschwert, so, warum die Maske nicht über die Nase trägt. Dann hat sie über die Nase getragen, aber die Maske sieht so aus, als würde sie unter drunter tragen. Das ist so funny. Episode WhatsApp-Fails auf meinem Kanal. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Fail. Aber vor allem ist es auch keine medizinische Maske. Also, das ist, nee. Fails auf meinem Kanal. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Fail. Und zwar ist der von Sandra. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde mich am liebsten auch bei Jeremy Sex Topmodel anmelden und die Zeit dann als Diätzeit nehmen. Ja. Nein. Der nächste WhatsApp-Fail stammt ebenfalls von Sandra. Und zwar hat sie heute Mittag in unsere WhatsApp-Gruppe gefragt, Leute, glaubt ihr, ich soll... Hä, die Zeit als Diätzeit nehmen? Wie, kriegt man nichts zu essen oder was? Was war der Witz daran? Heute Abend schon nach Köln wegen Schneesturm. Ab heute Abend soll krass werden, würde schon jetzt fahren. Aber wir essen abends Schaschlik. Dann würde ich bleiben. Würde auch bleiben dann. Ja, aber Schaschlik ist für mich auch kein Argument. Ich esse nicht gern Schaschlik-Spieße. Also, viel Aufwand, viel zu anstrengend für mich, hier alles abzuziehen vom Stab und so, oder immer zu essen. Dann, wenn man es irgendwie im Mund abziehen und denkt, man könnte es noch kriegen, indem man es abbeißt, aber dann sticht man sich mit dem Holzstab in den Rachenitten rein. Also, es ist immer ein Kampf. Dann willst du ein Besteck essen, vielleicht das rausziehen, dann springt dir der Rest weg oder so. Schaschlik ist so unpraktisch zu essen. Mega schlimm. Schon ein Argument. Ja, ist so. Herzlich willkommen in Sandras Leben. Sie lässt sich leiten von ihrem Magen. Ein Kumpel von mir hat sich gestern den Arm gebrochen. Und? Wie geht es ihm? Ganz gut. Hab ihm heute erstmal eine Schokolade mitgebracht und gesagt, have a break, have a KitKat. Oh, wie trocken. Wie trocken dieser Witz. Uff, einfach. Ich Vollidioten sollte meinen echten Comedy-Preis mal verleihen. Bin gerade mit dem Postboten zusammengestoßen. Hä? Und? Ich? Ups. Er? Nein. DHL. Den habe ich schon mal gelesen irgendwo. Ah, oh, weiß nicht eigentlich UPS? Ich habe immer so funny Jokes gemacht, so, oh, ups, haha, funny, aber so UPS eigentlich, ich habe noch nie Schaschlik gegessen. Ja, das ist einfach nur so ein Holzspieß, wo du halt so Fleisch hast, dann machst du da wieder eine Paprika rein oder Zwiebel oder sowas, dann wieder Fleisch und so, stapelst aufeinander, dann brätst du das über dem Feuer oder über den Grill oder so und dann isst du das. Schon ganz lecker, aber es ist halt mega aufwendig, umständlich, so kann man auch als einzeln braten. Ich habe heute ein kostenloses Schnitzel bekommen. Wieso das? Kommt auf die Pommes noch was drauf? Ja, Sie können entscheiden. Ist das denn kostenlos? Ja, natürlich. Dann ein Schnitzel bitte. Ich glaube, das geht jetzt das ganze Video hier so weiter. Ich stand mal auf ein Mädchen. Ich auch. Auf wen? Auf Lisa. Sie hat die ganze Zeit Aua geschrien. Ich glaube, das tat ihr weh, als ich auf ihrem Fuß stand. Digga, wer hat euch verarscht, Mann? Der Kontrolleur hat in der Bahn nach meiner Fahrkarte gefragt. Und? Dann bin ich erstmal weggelaufen. Er hat mich durch den halben Zug verfolgt. Was ist dann passiert? Naja, er war stinksauer, weil ich eine Fahrkarte hatte. Es ist so dumm. Es ist so dumm, einfach wegrennen. Das ist echt irgendwie auch funny. Keine Ahnung, ich stelle mir das schon voll funny vor. Sie haben doch ein Ticket, ja, und ich will trotzdem ein bisschen rennen. Oh Mann, ey. Könnte ich dafür auch verhaften? Nee, eigentlich nicht. Du hast ja natürlich bezahlt, nur ein bisschen geprankt so. Du sagst ja auch DHL, nicht D. Ja, stimmt. Digga. Warum läufst du denn weg, wenn du eine Fahrkarte hast? Mein Opa ist der Beste. Frank. Wieso? Er Doppelpunkt. Nach dem Essen sollst du ruhen, eine Stunde gar nichts tun. Nach dem Ruhen nicht vergessen, wieder etwas essen. Mein Opa, 84, sehr weise. Das stimmt. Und wahrscheinlich auch kugelrund oder so. Leute, vor allem was drücken hilft's nichts. Besser jetzt machen als später, das ist meine Devise. Nur wenn es ums Zimmer aufräumen geht, dann reden wir nicht weiter drüber. Ich habe gestern einfach mir selber Curry gekocht und das fand ich so lecker, dass ich das aufgegessen habe. Und danach habe ich mir genau das gleiche nochmal gekocht. Habe ich noch nie. Ja, jetzt ist die Waage kaputt. Ich war gerade draußen unterwegs, das ist doch nicht lustig. Doch, ein Kind hat auf den Boden gespuckt und die Mutter meinte, wir spucken nicht. Was im Mund ist, wird geschluckt. Der Vater zieht die Augenbrauen hoch. Die Mutter sagt, kein Wort jetzt. Was im Mund ist, wird geschluckt.
And I approve this message. Ich hab da irgendwas im Auge, warum juckt es denn so? Nicht gut im Auge zu reiben, ne, so viel, aber jo. Wort jetzt. Es ist lustig, okay, weil das versteht man nur, wenn man... Alter, Schnauze. In meinem Bett, es ist 6.05 Uhr. Ich schlafe 5 Minuten, es ist 8.30 Uhr. In der Schule, immer so. Es ist 9.10 Uhr. Ich schlafe 5 Minuten, es ist 9.10 Uhr. Ich hätte gesagt, ist es ist so. 9 Uhr. Geht zurückwärts. Man kennt ja auch noch diesen Moment aus der Schulzeit, wenn man so richtig müde war und einfach so. Und dann ist man immer so weggeknickt. Ich hatte das alle 20 Minuten. Bei mir war das auch mal so. Und einmal bin ich weggeknickt. Ich bin einmal eingepennt mit dem Bleistift und dem Radiergummi in der Hand. Und auf dem Tisch so gelegen. Und bin so weggenickt, so. Und vor allem, ich habe dann, scheinbar für mich war es eine Sekunde, aber in Wirklichkeit habe ich eine ganze Stunde geschlafen. Und mein Geschichtslehrer hat mich nicht geweckt. Der hat mich einfach schlafen lassen. Das hat keiner gesehen. Ich habe die ganze Zeit so geschlafen, so. Im Supermarkt. Jeder 500. Einkauf kostet nur 1 Euro. Geil, ich war Nummer 500. Nicht so geil, ich habe ein Kaugummi für 69 Cent gekauft. Willkommen in meinem Leben. Mies. Ja. Ich habe tatsächlich gestern Pfand weggebracht und hatte so viel Pfand, dass mein Einkauf einfach kostenlos war und ich noch Geld on top bekommen habe. Was? Wie viel Geld ist das? Das heißt, ich habe mir Currypaste, Kokosnussmilch, Reis und Zucchini für... Also für 2 Euro, die ich bekommen habe, bekommen. Wer wusste das auch? Drehmal am Herd heißt rückwärts auch Drehmal am Herd. Lagerregal heißt rückwärts auch Lagerregal. Und Rentner heißt rückwärts auch Rentner. Oder kennt ihr noch mehr von sowas? Wusste ich gar nicht, Rentner. Das ist immer so interessant, allein dieses Drehmal am Herd. Ja, die anderen Sachen kannte ich schon. Drehmal am Herd kenne ich schon. Oder Taco Cat. Taco Katze ist das ein richtiges Wort jetzt, aber ist auch rückwärts wie vorwärts das gleiche. Aber das Rentner kenne ich noch gar nicht. Stimmt, Rentner. Lol. Ja, das stimmt halt einfach. Haben Sie die Nutzungsbedingungen gelesen? 1% ja, 99% nein. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen? 99% ja und 1% nein. Und das ist die Wahrheit. Ich will es nicht sagen, aber das ist hundertprozentig einfach die Wahrheit. Noch nie sowas durchgelesen, was ich akzeptiere. Und dann beschweren sich Leute nachher, ja, die haben meine Daten. Im Bus hat gerade ein 6-Jähriger aus Provokation den ganzen Bus zusammengeschrien. Und die fremde Frau meinte, wie alt bist du? Er, 6. Sie, wenn du 7 werden willst, würde ich an deiner Stelle die Klappe halten. Ansage. Oh. Boah, ich habe mich ja nie getraut, im Bus zu reden, ne? Ich hatte auch immer so richtig Angst vor den Sitzen da. Hey, ich habe vorhin die Bahn verarscht. Wie hast du das hinbekommen? Ich habe mir ein Ticket gekauft und bin gelaufen. Man müsste echt mit euren Köpfen Basketball spielen. Vorteile, wenn ich abends dusche. Kein Zeitdruck. Im Bett fühlt man sich total wohl und man hat morgens mehr Zeit. Der Nachteil ist allerdings, die Frisur sieht am nächsten Morgen aus, als hätte da über Nacht ein verrücktes Eichhörnchen verzweifelt versucht, eine Eichel zu verstecken. Das stimmt. Fühle ich damals genauso. Damals gewesen. Morgens eh nochmal eine gewisse Stunde im Bad stehen, weil irgendwie ein Haar dann absteht, man so wie es wegfrickeln muss. Als ich noch Haare hatte damals, ne? Als ich noch Haare hatte. Verstecken, das stimmt. Und genau so sehe ich auch gerade aus. Ich werde wohl niemals vegan leben. Warum? Ein Freund ist nach 3 Jahren veganer Ernährung plötzlich verstorben. Es war ein Autounfall, aber das Risiko will ich ja, nicht eingehen. Bruder, verpiss dich einfach. Hey Bro, hey. Kennst du auch diesen Moment, wenn du deine eigene Stimme in einer Sprachnachricht hörst und dich wunderst, dass Leute überhaupt mit dir reden? Ja. Ja. Also bei mir mittlerweile ist es nicht mehr so krass, weil ich halt... Ja, weil er sich in jedem Video selbst auch so hört, wenn er das Video schneidet, Leute. Sie hört sich. Also ich bin meine Stimme schon gewohnt von. Also wenn ich halt dumme Witze mache oder so, dann muss ich immer lachen mit meiner eigenen Lache. Das ist immer so dumm. Ich bin wirklich da. Ich bin, glaube ich, was meine Witze angeht, mein größter Fan. Also ich lache über jeden dummen Witz, den ich mache. Ihr wisst nicht, wie viele Witze aus meinen Videos rausschneiden muss, weil ich immer so dumme Sprüche mache. Ich denke so, da lacht doch keiner drüber außer mir. So. Das ist aber so schlecht. Meine Stimme jeden Tag in meinem Schnittprogramm höre, wenn ich hier stundenlang meine Videos schneide, aber ich kenne das von so vielen Freunden. Wenn ich dann irgendwie Voices von denen abspiele und diese mit dabei sagen, die nur so, hey, mach das aus, meine Stimme! Weißt du, was der beste Beweis ist, dass intelligentes Leben im Weltall existiert? Was ist der Beweis? Niemand hat bisher versucht, Kontakt mit uns Menschen aufzunehmen. Digga, wenn Aliens mich sehen würden, ne? Ich auf dem Klo sitze, nebenbei was trinke und nebenbei mein Curryreis esse und dann eine Wurst hinten reindrücke, Alter, die würden sich direkt wieder auf den Pluto Okay, danke für diese Details, Luca. Vielleicht finden sie das normal. Vielleicht ist für die ja merkwürdig, dass wir es nicht 24/7 machen. Dass wir vielleicht essen die Aliens ja immer auf dem Klo. Kann ja sein. Vielleicht ist es für die normal. Man muss halt immer out of the box denken, ja. Vielleicht ist es komisch, dass wir Bärte im Gesicht haben. Vielleicht haben die Bärte auf den Wangen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mein Freund liegt im Krankenhaus, weil er ein Nutella-Brot gegessen hat. Hä? Wieso liegt er dann im Krankenhaus? Es war mein Nutella-Brot.
Toastbrot. Oh mein Gott, das ist so richtiger Allmann-Humor, der auf so Facebook-Seiten gepostet wird. Der Pizzamann hält mich für richtig verfressen, seitdem er mal gleichzeitig mit dem Asiamann vor meiner Tür stand. Das ist aber auch bei dir kein Wunder, wenn du immer so viel bestellst. Ich hab in Corona-Zeiten kochen, lieben und leben gelernt. Ich koche jetzt mindestens. Ach so, ich dachte gerade, er hat kochen, lieben und gelernt. So, also er hat lieben gelernt. Wollte ich gerade fragen, wie hat er denn lieben gelernt? Wie kann man denn lieben lernen? Aber er hat das Kochen lieben gelernt. Also, oh Mann, ey, ich hatte gerade gesagt, kochen, lieben. Sind's einmal im Monat. Meine Tante hat mir gerade geschrieben und mich gefragt, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Und was hast du ihr dann geschrieben? Habe geantwortet, keine Ahnung, ich lasse mich gerne überraschen. Oh mein Gott. Das habe ich teilweise auch in meine Kinderfreundes ein. Was sind Freundeseinladungen? Geburtstags in... Heute in der Schule war es so lustig. Erzähl. Lehrer bildet einen Satz mit dem Wort Spektrum. Schüler, ich hätte jetzt gerne eine Wurst mit Spektrum. Oh. Okay, mich funny. Das war der erste WhatsApp-Fail heute, wo ich mir gedacht habe, da könnte ein kleiner Schmunzler über die Lippen rutschen. Ja, frag nicht. How-to Baustelle in Deutschland. Schilder aufstellen, Fahrbahn verengen, Geschwindigkeit begrenzen, Maschinen hinstellen, nach Hause fahren und ein Jahr lang nicht mehr kommen. Echt so, das immer ist so richtig gefühlt. Aber teilweise arbeiten die auch immer nachts. Weil was ich mich mal frage ist, wie machen sie diese Straßensperrungen eigentlich auf? Machen die immer die nachts auf? Weil ich sehe die nie, die Leute, die aufstellen, plötzlich sind Baustelle da. So random einfach so, zack, Baustelle. So, hä, wir haben die Markierung gemacht, da müssen doch mal Autos fahren dann. Die müssen ja dann nachts um 3 hinfahren, um es aufzustellen, wenn wenig Verkehr ist. Ich habe nie gesehen irgendwie. Also ich will da wirklich niemanden angehen, aber... Berliner Flughafen, wie lange, ich habe noch nie eine Baustelle in Deutschland gesehen auf der Autobahn, wo wirklich Leute gearbeitet haben. Ich fahre gerade Bahn. Wieso ist das lustig? Ein Paar in der Bahn. Er, Schatz, ist irgendwas? Sie? Nein. Er, puh. Ich dachte schon, das wäre was. Sie? Ah, ganze Bahn lacht. Also ich weiß nicht, warum die ganze Bahn da lacht, aber ich kenne auch solche Momente. Ja. Warum können Frauen nicht einfach mal Probleme richtig ansprechen? Ja, echt so... In meinen Beziehungen war ich bisher immer das Problem. Bei der Arbeit eskaliert es gerade komplett. Warum? Andi und Stefan 3 Minuten vor ihrer Kündigung. Digga, spielen die da? Ah, geil, Spider-Man. Okay, das feiere ich. Man darf ein bisschen Spaß haben wegen der Arbeit. Was ist denn das? Was ist denn da los? Mein Chef hat mir damals auch erlaubt. Da habe ich noch bei so einer anderen Firma gearbeitet. Da mussten wir viel mit diesen Ameisen da rumfahren. Er hat mir auch erlaubt, da ein bisschen rumzufahren mit. Aber er sagt mir, ich soll aufpassen, nicht so viel machen, wenn ich irgendwas dagegen fahre. Aber diese Ameisen sind immer funny. Wie kannst du wie so ein City-Roller kannst drauf fahren, dich draufstellen und vorne mit Griff so lenken, wo du hinfahren willst? Voll geil, ich hätte auch gerne so ein Ding. Gut, hätten nicht auch City-Roller, aber egal. Das Spider-Man. Wie läuft dein Leben so? Ich habe ein schönes Haus, eine Frau und 2 Kinder. Oh toll, kann ich die kennenlernen? Ich spiele Sims. Ja. Mein Leben läuft scheiße. Und mit dieser Motivation, meine lieben Freunde, würde ich das heutige Video jetzt auch beenden. Wenn es euch gefallen tolle hat, dann Motivation. Lasst gerne einen Fühlt alle ganze Stimmung von dem Lockdown so. Mein Leben läuft scheiße, ich spiele Sims zu gründen, meine Familie da. Nice, Leute. Geiles Video, ich fand es sehr unterhaltsam. Viele Sachen, die ich noch gar nicht so gelesen habe. Ein paar Witze kannte ich schon. Aber sonst wieder cool rausgesucht, viel zugeschickt bekommen wahrscheinlich auch, aber die Schrift ist so riesig. Alter, wahrscheinlich für Handynutzer gedacht, dass man dann hier so besser das lesen kann. Aber so ist für mich jetzt viel zu fett von meinem Bildschirm. Jetzt füllt komplett den Bildschirm aus, also ja. Aber ja, kommt auf Twitch vorbei, ich bin jeden Tag live um 19 Uhr und wir sehen uns dann dort. Tschüss! Yo, ich bin dein Profi, den Profi nur mit B, so wie Brody.